Das Finale. Leute, 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 Leute. Das Finale der Royal Knights Prüfung steht auf alle Fälle nun an und, naja, ihr kennt doch noch Folge 49. Ab heute ist Folge 84 die bestanimierteste Folge, die es im Black Clover jemals gab. Für mich jedenfalls. Hier war einfach alles richtig. Einfach alles. Je nachdem, Team P, Junos Team, tritt im Finale gegen Team I an, also Wills Team. Bevor der Kampf auf jeden Fall stattfand, so gab es da noch die ein und andere Szene im Anime, also nichts unbedingt mega erwähnenswertes, aber eine Sache schon. Es ist nämlich Juno, wie er vor den ganzen Leuten, also drumherum, noch zu Bell sagt, dass er jetzt ernst machen will. Also wirklich ernst. Und in den ganzen Kämpfen, also alle waren wirklich überrascht und denken, er hat noch nicht mal ernst gekämpft. Und hier muss man sagen, okay, das wird auf jeden Fall geil und das ist eine gute Ankündigung. Was ziemlich gut rüberkam im Anime, muss man ehrlich gestehen. Pacing? Top. Muss ich überhaupt noch erwähnen, dass der Butler von Will und Bell sich irgendwie in die Wolle bekommen haben? Nein? Okay. Juno ist recht schnell losgestürmt, also in den Kampf. Will, bei dem man echt merkt, okay, er hat wirklich Bock drauf, ruft jedenfalls Juno zu sich rüber und ja, Juno greift ihn auch sofort an. Was Will aber sofort mit seiner Magie zurückgeschlagen hat, also mit diesen Zeus-Gemälde-Typen, was immer noch gut aussieht. Man sah auch so eine Szene nochmal, wie Aster eben aufgewacht ist, was jetzt ein toller Übergang war, nicht wahr? Und naja, es akzeptieren muss, nicht im Finale zu sein, so schmerzhaft es auch ist. Und ich kann es wirklich nachempfinden. Die zwei anderen, die Rills Team gehören, wollen dessen nicht nur da nichts machen und gehen direkt zur Richtung N und Noel. Wobei N ein Pilz ruft, der recht nichts gebracht hat, lol, aber Noel die beiden aufhalten konnte, auch wenn es die beiden nicht wirklich leicht hatten. Aber, naja, bin interessiert da schon. Juno und Real nahmen echt Tempo in den Kampf auf. Und Gott, Leute, ist diese Animation einfach mal bombastisch. Im Manga ging der Kampf recht schnell vorbei, was ganz okay ist. Ich meine, es ist ein Manga, man soll nicht so lange irgendwie gelangweilt werden. Aber im Anime hat man es echt gut umgesetzt. Und es kam einfach aus allen Richtungen Magieangriffen, also Windangriffe von Juno, einfach mal aus allen Richtungen. Hingegen Real diese krassen Angriffe ohne weiteres ausweichen konnte oder auch einfach mal kontern konnte. Unnormal gut. Aber es wird doch mal Zeit, dass ich zum Höhepunkt komme. Höhepunkt. Denn Juno merkt, so geht das wohl nicht mehr weiter und meint nun zu Bell, dass sie sich bereit machen soll, wobei Bell wirklich irgendwie komisch aussah. Ich meine, die war wirklich ziemlich zufrieden. Aber hier kam nun Junos neue Form. Und ja, ich meine wirklich diese Form, die Juno besitzt, so gesehen wie Aster eine Form besitzt. Indem er sich auf jeden Fall stark auf seinen Mana konzentriert und das alles, auch dank dem Training durch den Mana-Skin, also da, wo er auch mit Merio Leona zusammen war und so weiter und so fort, versteht ihr, und hat eben den Kampf gegen Catherine. Da hat er auch vieles von sich selbst erlebt, vieles neu gelernt und Juno kann seine Kraft so konzentrieren, dass er auch nun gelernt hat, seinen Naturgeist in sich aufzunehmen. Beziehungsweise Juno und Bell werden nun eins. Und man sah Juno nämlich in einer ganz anderen Form, die man auch als Spirit Dive kennt. Gewinner. Kräftig am Leuchten steht nun Juno dort mit seiner Magieform Spirit Drive und Leute, es sieht einfach echt gut aus. Tabata gibt sich bei so etwas echt Mühe und naja, auf jeden Fall sieht es jetzt so aus, dass Juno die Oberhand hat. Dennoch sollte man Will hier nicht unterschätzen. Er ist nicht ohne Grund ein Ordensführer. Durch seine Magie ruft er auf jeden Fall irgendeine Kreatur, natürlich aus Farbe. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es sieht geil aus. Ich glaube, dies soll eine Harpie sein, weil Frau, Flügel, Krallen. Es sieht episch aus. Ja, es ist eine Harpie. Aber bevor wir jetzt sagen, dass der Kampf losgeht, muss man hier nochmal erwähnen, dass Juno sich nicht in dieser Form sehr viel bewegt hat. Im Großen und Ganzen war es ganz anders. Durch die Spirit Magic setzt er nun so einen Strahlangriff ein. Hingegen die Harpie von Real ebenfalls so einen Angriff benutzte. Und beide mussten sich halt dort auch stark konzentrieren. Denn wenn auch nur einer nachgibt, so hat er auch nun den Kürzeren gezogen. Und das, was man auf jeden Fall erwähnen kann, ist, dass man erstmal Aster erneut sehen konnte. Und naja, er war ziemlich frustriert. Ich meine, man kann es verstehen. Er wollte so unbedingt gegen Juno im Finale kämpfen und dann das. Echt schade, wenn man das auch noch so ansehen muss, wie er da richtig Spaß hat und kämpft und Aster halt nicht. Ich glaube, der hat auch geweint. Ich weiß es nicht. Naja, in den Zweierkampf von Juno und Will kann man klar und deutlich erkennen, dass beide unglaublichen Spaß haben. Ich meine, Juno lacht. So sieht man ihn so gut wie nie. Also gar nicht. Nee.
Man hörte den Typen auch sehr laut schreien, also Juno ist wirklich dabei, richtig dabei. Mann, macht die Folge einfach nur Spaß. Aber dennoch, indem Juno auf jeden Fall alles gibt, merkt man, dass Will mit seiner Magie super dagegen ankommt. Man kann sagen, dass die beiden relativ eine gleiche Stärke haben, nur Will ist vielleicht ein bisschen stärker. Ich meine, Juno und sein Spirit Dive, ich meine, ihr versteht. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, wer von den beiden wohl stärker sein mag. Währenddessen Will immer mehr von seiner Magie rauslässt, so ist es halt passiert, dass durch seine Magie sein Kristall, der hinter ihm war, irgendwie von selbst zerstört wurde. Und naja, das hat einen Grund, weil Will so viel Magie benutzt hat und dieser Kristall eben diesen Druck nicht aushalten konnte. Und so viel Pech muss man haben. Heißt auf jeden Fall, damit hat Team P, Juno, Noelle und N das Finale gewonnen. Gott, war das einfach mal geil. Aber nach dem Kampf gab es noch Szenen, die im Manga nicht vorkamen. Zum einen gab es noch die Erklärung von Julius, dass diese Ritter, die auf jeden Fall diesen Kampf verloren haben, also die Ons-Ritter, ne, die halt eben gekämpft haben und so weiter und so fort, es dennoch nicht heißt, dass sie nicht auserwählt werden. Die werden die Kämpfer analysieren und wählen dann 10 bis 20 Kämpfer für den Royal Knight aus. Also hat Asta sowie auch noch Luck beispielsweise oder auch Magna eine Chance dabei zu sein. Hinzu kam auch noch die Szene, wie alle Asta nochmal besucht haben, also naja, nicht alle, Klaus, Noelle und Juno. Wobei Juno direkt wieder gegangen ist, als er Asta gesehen hat und Asta nochmal klar machte, dass er nicht gegen Juno verlieren wird. Und naja, ihr kennt Juno, er ist dann so cool einfach wieder gegangen. Ne, so Juno-like, ne. Aber ich kann Asta sehr stark verstehen. Habe ich jetzt des Öfteren schon gesagt, aber man muss es sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber er hat für meine Augen einen unglaublichen Druck. In dem Juno so viel und so viel Kraft besitzt und Asta natürlich fast nichts, kann man das echt verstehen. Naja, dennoch kam die letzte Szene, die im Manga dabei war. Also Skript wurde wunderbar geschrieben. Pacing unnormal gut, denn Julius sprach noch zu Zora und Julius wusste nämlich natürlich Bescheid über Zora, was auf jeden Fall klar war. Julius bedankte sich, dass Zora halt dem Verlierer immer auf eine ganz nicht besondere nette Art und Weise den ihre Fehler erklärt haben und Julius meinte auch zu Zora, dass er ganz klar für die Royal Knights Prüfung ausgewählt wird, beziehungsweise er wird die Prüfung bestehen. Seine Fallenmagie und sein Wissen sind wirklich nützlich für den Kampf. Julius erwähnte ebenfalls auch noch Zoras Vater, also Zara, und man merkt hier wirklich, dass Julius einfach klasse ist. Ihm war auf jeden Fall schon klar, dass Zara ein guter Ritterorden war. Und man merkt ihn an, dass er das genauso hasst, dass es Leute gibt, die halt korrupt sind. Und das macht ihn so richtig gut aus, ganz ehrlich. Hinzu kam die Ansprache, dass Zora schon in einem Ritterorden ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, welche ist es denn überhaupt? Anime-Onlys, schreibt mal eure Vermutung in die Kommentare. Wer weiß, welche das wohl sein mag. Damit endete die 84. Folge von Black Clover. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich eine Filler-Folge oder auch so gesehen nicht. Also halb Filler, halb nicht, so versteht ihr? Ich glaube, ich muss nicht nochmal erwähnen, dass die Folge unglaublich gut war. Also wirklich zurzeit die beste animierteste Folge überhaupt. Kann man echt nicht anderes sagen. Und ich freue mich schon auf die weiteren Folgen, die noch kommen werden. Ich meine, klar, der eine andere Folge wird wahrscheinlich schlecht animiert werden. Aber es gibt immer Folgen, wo man echt Hoffnung haben kann. Und es gibt eine Folge, eine, die diese Folge wahrscheinlich noch übertreffen wird. Und ich denke mal, Black Clover Fans, Manga-Onlys, wissen, was ich meine. Aber dazu sage ich mal hier nichts. Und im Großen und Ganzen will ich mal darüber reden, was halt nächste Woche jetzt kommt. Denn man hat jetzt nur gesehen, okay, es wird auf jeden Fall 10 geben, die im nächsten Kapitel da waren, das weiß ich, das habe ich gesehen, denn es gibt aber auch Szenen, die halt eben mit William sind und halt eben auch mit Yami und da waren die ein bisschen jünger, also heißt es so Filler und Filler nicht, ich weiß nicht genau, aber ich bin sicher, dass diese Folgen sehr wichtig für den Hintergrundgeschichte zu Yami und halt eben William sind und im Manga, warum auch immer, die nicht dabei sind. Aber ich würde mal so sagen, also nicht unbedingt wichtig, aber man kann es sich geben. Also schaut euch die Folge nächste Woche an. So fillermäßig wird die nicht sein. Da bin ich mir sicher. Hingegen kann ich ja nur noch fragen, schreibt mal in die Kommentare, wie du auf jeden Fall Junos Form findest. Also für die Anime-Onlys. Wenn du auch den Manga liest, kannst du gerne auch deine Meinung schreiben. Also über die Form von Juno, wie das alles für dich vorkam, wie das für dich rüberkam. Wie fandest du die Folge, was alles mögliche. Schreibt mal in die Kommentare, wie du alles hier fandest und zu denen kann ich ja noch sagen, ich hoffe doch, euch hat diese Review gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn du dies dann auch mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Zu denen kann ich halt hier noch sagen, habt noch einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.